Hi, ich bin Julia und ich bin Redakteurin für die Neue Osnabrücker Zeitung für das Emsland und ich besuche heute das Schützenfest in Landegge. Landegge, irgendwo, im Nirgendwo? Ja, nee, was ist das schön? Landegge ist ein kleines Dörfchen, was sehr schön geschmückt ist, anlässlich des 50. Schützenfestes hier und ich nehme euch mit. Und wie man schon sieht, hinter mir sind die Strohballen, die ja schon darauf hinweisen, auf das legendäre Schützenfest, was ich besucht habe. Viel Spaß! Ich bin jetzt beim König angekommen und er wohnt sogar in einer Königsallee, was man sich gar nicht denken könnte. Obwohl, da waren sie ja schon relativ kreativ. Und ich schaue jetzt mal, was hier so los ist. Im Hintergrund sind jetzt meine Gastgeber zu sehen, die sich natürlich für ihren letzten schönen Auftritt nochmal fotografieren lassen, weil heute Abend gibt es ja das neue Königsschießen und dann wird der neue König bekannt gegeben. Ich stehe jetzt gerade bei den Damen vom aktuellen Thron und wie ihr seht, haben sich alle ganz hübsch gemacht. Dagegen komme ich leider in meinem Outfit nicht so gut an. Ich bin jetzt bei den Herren der Schöpfung angekommen. Eben waren wir ja bei den Damen, jetzt bin ich bei den Herren. Hier wird traditionell Plattdeutsch gesprochen, was für mich als Nicht-Emsländerin und Dame aus Nordrhein-Westfalen eher schwieriger ist, weil ich kann es verstehen, aber sprechen kann ich nicht wirklich. Aber wenn man versteht, ist das auch schon mal. Ja, der König schenkt mir jetzt das. Ist das ein Traditionsgetränk? Ist das Tradition? Ja. Wir trinken ja alles. Okay, ich kriege jetzt ein Getränk zur Beruhigung. Ein wenig nervös bin ich. Ich habe das Zeug, glaube ich, noch nie in meinem Leben vorgetrunken. Ja, Prost. Prost. Sehr lecker. Aber da kannst du gut sagen. Ich, ja. Neben mir steht jetzt Martijn, das ist der aktuelle König. Und er trägt, was ist das überhaupt? Das ist unsere Königskette. Hier hängen alle Plakate dran von der Könige mit Jahrzahl und wer König und Königin war. Ja, das ist ganz schön schwer. Wie viel wiegt das jetzt? Also wir haben vorhin mal so gerätselt und wir denken, dass er so zwischen 3 und 4 Kilo wiegt. Wir sind jetzt im Planwagen und fahren. Wohin fahren wir eigentlich? Zur Landegge-Kapelle. Was passiert da? Pflanzenlegung für die Gefallenen. Okay. Und dann marschieren wir von da aus zum Putzplatz. Aber wir sind jetzt nicht die Einzigen, die da hinfahren. Da kommen jetzt wir fahren jetzt, nur der Thron fährt zur Landegge-Kapelle. Achso, die anderen Schützen sind da. Die sind schon da. Da wird angetreten. Ja, die kommt hier gerade. Auch die ehemaligen Könige und Königinnen. Und die dann nicht mehr laufen können, die werden da zum Pferd. Die marschieren wir. Und die anderen marschieren. Okay. Ja, wie ihr merkt, ist es ein wenig holprig und jetzt geht's los und wir fahren zur Kapelle. Ja. Ich bin jetzt an der Kapelle angekommen. Wir sind gerade mit dem Planwagen gefahren und haben meinen Auto leicht beschädigt. Es geht aber gut. Es wurde eben gesagt, alles nach dem Schützenfest. Heute wird das nicht mehr geregelt. Ich meine Ehrung für die ehemaligen Könige vorzunehmen. Im Hintergrund sieht man, dass die verschiedenen Namen der Geehrten jetzt gerade aufgerufen werden. Das sind alle Schützenkönige oder die mal Könige waren, plus natürlich ihre Damen. Und die kriegen jetzt einen Orden verliehen. Was zu jedem Schützenfest dazugehört, ist natürlich die Kranzniederlegung. Im Hintergrund seht ihr gerade, dass da der Kranz gleich niedergelegt wird. Und jetzt geht's los zum Schützenfest, wie ihr hört. Im Hintergrund ist es schon richtig laut. Zuerst kommt die Glaskapelle, dann die Könige und ich hoffe, ihr seid nicht bei mir. Gerade im Schützenfestzelt, also wie ihr seht, sehr groß und hier beginnt jetzt gleich die Messe und auch die Fahne wird eingeweiht. Wir haben jetzt eine neue
Und ja, komm mit, wir schauen uns das jetzt mal an und wir müssen ein wenig leise sein. Besonders herzlich begrüße ich die Majestäten Martin und Anna Molenfeld mit dem Throngefolge, alle anderen Königinnen und Könige. Die Temperaturen steigen und es ist somit natürlich auch der Durst und deswegen habe ich mir jetzt mal mein erstes Bier geholt. Leider ohne meine Schützenbrüder, mit denen ich anstoßen kann, aber Prost! Ich sitze hier mit Ellen. Ellen ist Landeggerin, gebürtig natürlich aus Landegger, wie der Name schon sagt. Und ja genau, was macht für dich das Schützenfest aus? Du bist ja noch jung, wie ich gerade erfahren habe, du bist 22 und was ist cool am Schützenfest? Einfach erstens die Erinnerung und zweitens natürlich auch, dass man mit seinen Freunden sich hier treffen kann und einfach das Landleben ein bisschen aufpeppen kann. Also jetzt mittlerweile ist Schützenfest auch was, was bei den jungen Leuten wieder ankommt, aber trotzdem noch einen an die Kindheit erinnert. Die schönen Kleider, das gute Wetter und einfach die Freude, alle miteinander zusammen zu feiern, die sonst im Dorf weit weg auseinander wohnen. Und die kommen jetzt heute Abend alle wieder hier zusammen? Genau, ja. Okay, und das ist dann mit 22 ist nicht cool oder ist eher gesagt nicht uncool, wenn man dann mit seinen Kumpels hier heute Abend zusammensitzt? Nee, heute Abend auf keinen Fall. Wo sich die meisten heute noch raushalten, ist jetzt gerade Antreten gewesen und ich glaube, wenn es aber heute Abend losgeht, dann stehen auch alle mit an der Theke und die Musik wird gut sein und dann werden wir auch alle richtig gute Laune haben. Und dann macht das auch keinen Unterschied, ob man 22 ist oder 62. Dann setzt man sich zusammen hin und quatscht und freut sich miteinander. Ja, cool. Dann wünsche ich dir viel Spaß heute Abend. Und danke. Trink einen für mich mit oder wir trinken gleich einen zusammen? Ja, wir trinken gleich einen zusammen, auf jeden Fall. Ohne kommst du hier nicht weg. Okay. Der Festgottesdienst ist vorbei, jetzt geht's ans Kaiserschießen, weil wir haben nämlich ja Jubelschützenfest und sprich 50 Jahre. 50 Könige bzw. 30 treten noch gegeneinander an und schießen den Kaiser aus. Und wir sind gespannt, wer es wird. Beim Königsschießen darf ich ja nicht teilnehmen, weil ich eine Frau bin und ein Kind. Aber dafür schieße ich jetzt halt an einer Luftbude oder an einer Schießbude, ja gesagt. Wunderbar. Hier. Danke. Auch noch ein Schuss. Reicht damit und somit unser Kaiser. Sehr gut. Und unser Verwaltungsrat. Lecker. Sehr lecker. Ja, aber sehr schön. Riech mal, das ist so. Sonst kann niemand einen halben abnehmen. Oh. Schöpf vor. Kopf in den Schluck gelegt. Hättest du lieber einen Alster gehabt oder mir? Ja. Ja? Mittlerweile ist es 20:07 Uhr. Ich bin jetzt seit knapp 7 Stunden in Landegge. Dann können wir es nochmal machen. Sieh, das ist nicht mehr. Hinter mir ist jetzt gerade die Sektbar. Da wird jetzt der neue König seinen Throngefolge bestimmen. Und jetzt ist auch gerade die Musik aus, sodass man mich auch mal endlich mal verstehen kann. Dahinter wird jetzt getüftelt, es wird Sekt getrunken und bestimmt, ob jetzt die Nachbarn oder die Freunde halt mit auf dem Thron sein sollen oder nicht. Und im Anschluss wird der derzeitige König vom Thron runtergeschmissen. Ich habe gerade einen Satz gelernt, der bedeutet, Stuttgart die Party los. Stuttgart die Party los. Plattdeutsch. Hier viel gesprochen. Ich bin jetzt
im Schützenfeld und genau hinter mir ist der alte Thron und der Thron wird jetzt verabschiedet. Und im Strich, es wird jetzt sehr viel gefunden und mal sehen, was passiert. Vor mir steht gerade das neue nochmal von vorne bitte. Schützenkönigspaar, so. Also, vor mir steht gerade das neue Schützenkönigspaar und ich frage jetzt mal, wie fühlt es sich an als neuer Schützenkönig? Also als neuer Schützenkönig ist es total super, gerade auf einem Schützenjubiläumsfest in Landegge, so einem kleinen Dorf, gefeiert zu werden. Unheimlich toller Augenblick. Hat man nur einmal im Leben, wann wird man alle 25 Jahre König, das hat man nicht oft. Und wenn man weiß, dass dieses kleine Dorf mit seinen paar Einwohnern so viel geschaffen hat, Traum. Das neue Schützenkönigpaar ist gewählt worden und die Party steigt jetzt total. Drin im Zelt, Tanzschuhe oder was Tanzzeug, jetzt ist es total voll. Und die Nacht wird noch weitergehen und mal schauen, wie es wird. Ich gehe jetzt wieder rein und mal schauen, wie es wird. Sonntagmorgen, kurz nach 10 und ich bin kaputt. Hinter mir liegen zwei Schützenfesttage, die super lustig waren, aber wie man meine Stimme auch anhört, sehr anstrengend. Nochmal vielen Dank an die Schützen, aber ich brauche jetzt definitiv Schlaf und muss mich ein wenig erholen und deswegen gute Nacht.